meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zum neuen Part des Force Watch Duell. Der Force Watch Duell Challenge. 6-0. It's a mysterious. Und ich darf ein Pokémon wiederbeleben. Ich würde sagen, das machen wir als allererstes, wenn wir hier eben Pokémon Center sind. Nehme ich aus der Ripbox, hole ich mein Vampiro raus und steck's wieder in die beliebte Box. Aber ich werde es jetzt erstmal nicht verwenden. Palimpalim möchte ich das erstmal. Eigentlich möchte ich erstmal mein Team so nicht wirklich verändern. Muss ich leider gestehen. Also ich finde es aktuell ganz nett. Und deshalb möchte ich es eigentlich auch nicht verändern. Ich habe jetzt ein paar gute Reserven auf jeden Fall auf dem PC. Und ja, endlich. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Das war als erstes Kleinstein switchen. Ah, wir gucken noch, ob wir genug Pokebälle haben. Wir könnten uns mal wieder ein paar leisten, ne? Ich bin immer so geizig. Genau. Wir haben die Regelung vereinbart, dass wir jetzt nicht nach... Ah ja, die Mutter hat ein paar Mal angerufen. Das holen wir auch noch gleich alles ab. Wir haben die Regelung vereinbart, dass wir... kaufen wir doch direkt sehen. Dass wir jetzt hier nicht nach rechts gehen dürfen, sondern nur nach links. Also jetzt nicht da entlang. Und genau. Dass wir auch zuerst, ich glaube, Jens und dann die andere da besiegen. So, auf jeden Fall, da halten wir mal einen Supertrank. Das war's? Oh. Genau, und wir gehen jetzt halt erstmal jetzt hier links entlang und gucken mal, was wir da alles so Schönes finden und kriegen. Halt, man kommt hier, oh, die Musik ist schön, da könnte ich sogar mal ein bisschen langsamer machen. Ja, machen wir 1250. Genau, hier waren noch einige Trainer, unter anderem auch irgendein Trainer mit einem Magnetilo, das weiß ich noch. Der wäre natürlich perfekt für dieses Kleinstein hier. Das ist, glaube ich, der da oben. Oder der war Vogeltrainer, aber genau, da kann ich jetzt erstmal mich ein bisschen noch an den Trainern aus Kiwik bespielen. Und dann hoffen wir, dass wir bald jetzt mal gleich auf Level 25 haben, weil dann haben wir endlich mal einen Georock. Und es ist besser als ein kleines Kleinstein. Da müssen wir uns, glaube ich, alle drauf einigen, dass es besser ist. Ah, nee, lol. Nee, wir entwickeln das noch nicht. Wir verweigern die Entwicklung. Ob wir nicht dumm. Also, wir verweigern die Entwicklung aus einem ganz speziellen Grund. Kleinstein erlernt auf Level 29 schon das Erdbeben. Und Georock ist auf Level 33. Und wer weiß, ob ich am Ende vielleicht noch das Erdbeben brauche. Und deshalb gehen wir hier erstmal nur auf Level 29 mit Kleinstein und entwickeln es dann, dass wir dann das Erdbeben haben, ne? So. Level 25. Ja. Rockblast, genau war das. Ja, eigentlich kann ich auch Rock Throw dafür wegmachen. Also auch wenn Rock Blast nicht so oft trifft. Nee. Auch wenn Rock Blast nicht so oft trifft, wenn es trifft, hat es zumindest mal die Chance genauso stark oder stärker zu sein. Und ja, von daher, ne? Ja. Auf jeden Fall, ist es Fakt? Was soll ich jetzt sagen? Ah, dass fast keine verpickte Gesteinsattacke, die physisch ist, eine hundertprozentige Trefferchance hat. Das Einzige, was das hat, ist Katapult und das gibt's hier noch nicht. Das fuckt mich so ganz leicht ab. Nur so ganz leicht, aber es fuckt mich ab. Hey, Genauigkeitssenkung ist nicht drin.
Ich war der Kugelsaat jetzt kommt unnötig. Das finde ich ein bisschen schade. Weil wer weiß, wo ich die noch gebraucht hätte. Hallo, Milady. Fluffy. Auch nicht so das beste Matchup. Alter. Vielleicht werde ich hier ganz leicht aggressiv. Aber auch nur ganz leicht. Ja, so sieht übrigens das Kämpfen aus, wenn man versucht, einen Hopsboss zu trainieren, welches dann nur am Ende Kugelsaat kann. Es ist die größte Scheiße, die du machen kannst. Ah. Ich weiß, dass ich hier doch mal ein Hardboard-Let's Play ganz, ganz früh gemacht. Und es war nicht schön. Es war echt nicht schön. Ja, jetzt bekomme ich die 10 wahrscheinlich. Es war echt nicht feierlich. Also du hast ja irgendwann keine Lust mehr gehabt. Psyder. Am Arsch. Also es war irgendwie kein Bock mehr, deine Pokémon irgendwie zu trainieren. Du warst einfach nur noch froh, wenn es ein Level up hatte. Telefonnummer her. Passt. Hi! Mr. Mime vs. Heide Klum. Also ich mag ja Pantheon, muss ich sagen. Also ist eigentlich ganz stylisch. Kann halt neben Psychokinese und ab der 6. Gen noch Zauberschein nicht so wirklich viel. Zu dem Zeitpunkt, wo das hier hochkommt, ja, kann ich sogar schon über die neuen Generations Schwert und Schild reden. Da gibt es ja noch dieses neue Pantheon, das Galar Pantheon und die Weiterentwicklung. Die finde ich, aber wahrscheinlich versperrt er den Weg. Die finde ich eigentlich beide auch ganz nett. Also die gefallen mir eigentlich mega gut. Typenkombi ist auch mal was Neues. Lol. Lol. Das muss mir fangen. Lol. Magneton. Lol. YOLO Swag Swag was? Kommt da gerade nicht so ganz drauf klar. Also Magneton nehme ich, aber... Lol. Damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen, ne? Komm schon, nochmal. Pokéball, Flieg und Sieg. Schön. Wir haben Magneton, nice. Ja, da muss ich auch gleich noch gucken, wie es das dann entwickelt zur Magnezone, weil das, die Entwicklung gibt es ja auch und...
Ich glaube, das darf ich dann schon ab Level 30 entwickeln und das muss ja alles noch abgeklärt sein. Aber wir haben Magneton, WTF. Wie nenne ich dich? Magnet, also das muss man so aussprechen. Feld. Oh, passt genau rein. Magnetfeld. LOL! Ja, LOL! Alternativ werde ich einen Xatu bekommen. Natu, beziehungsweise ein Xatu wird das weiterentwickelt. Bin ich jetzt nicht so pralle. LOL, wahrscheinlich habe ich einen Magneton. Ja, da freut sich jemand. Da freut sich jemand so richtig. So. Heideplum erreicht Level 25. Was ist Geplum? Keine Ahnung, aber Gestein wird bestimmt gut sein. Ja, Gestein ist auch da gut. Das ist schneller. Finde ich jetzt nicht so nett. Ha, gut. Seht ihr, das kann halt einfach nichts. So, packen wir mal unseren Fuchs nach vorne. Den werde ich übrigens auch erstmal im Team behalten. Also ich werde ihn jetzt nicht durch dieses Pyro austauschen, weil Vulpix doch auch ganz nett, und vor allem Flammenwurf. Okay, Seemops wäre auch ganz nett gewesen, muss ich zugeben. Aber Magneton ist auch nicht schlecht. Also wenn ich da entscheiden müsste, das wäre eine schwere Entscheidung gewesen zwischen Magneton und Seemops. Also die Wahl von Dings wäre so oder so weg gewesen. Zwischen Natu, Seemops und Magneton. Also da würde ich auf jeden Fall Magneton oder Seemops nehmen. Ich mag halt Seemops sehr. Hat für mich auch noch so einen stylischen Aspekt und hat halt den Eistypen. Mag ich auch sehr. Aber ja. Da ist noch ein Item. Hä? Ach, da braucht man Kraxler. Ne? Okay. Route 39. Aha. Ja, cool. Safari-Zone. Da haben wir jetzt die Nummer von dem Typen mit der Safari-Zone. Da gibt uns dann Bescheid, wenn die öffnet. Die wäre aktuell noch nicht offen. Und hier sind wir schon wieder auf einer neuen Route. Das heißt, wir können hier nochmal ein neues Pokémon fangen. Bevor wir dann aber, glaube ich, auch eine Orangeberry. Da muss ich noch was dazu sagen. Ich habe mir ja zwei Chesterberries. Die Choppleberries habe ich mir, glaube ich, geholt. Gegen. Also in dieser Lotterie, genauso wie die Drachenklaue. Die darf ich nicht benutzen. Das wusste ich nicht. Also es wurde auch nicht großartig erwähnt. Das war nur in einem Nebensatz erwähnt worden. Und, deshalb wusste ich das nicht, beziehungsweise habe ich es nicht beachtet. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, da ging es nur um die Lotterien, um diese gekauften TMs, nicht um die Lotterie an sich. Also um dieses Glücksspiel da bei Voltoball. Dementsprechend, das muss ich mal noch abklären, aber eigentlich denke ich, ist das in Ordnung, wenn ich hingehe und das Zeug so verkaufe, dass ich ungefähr wieder auf meinen Geldwert komme, den ich ausgegeben habe. Weil, auf der anderen Seite, ich meine, wenn ich das Geld jetzt nicht habe, wäre auch nicht schlimm, aber ich frage einfach nochmal nach. Währenddessen mache ich jetzt erstmal nichts bezüglich Bären und so, aber Sinelbären kann ich dem ruhig geben.
Übrigen, wir haben hier so einen komischen Perry Potts. Da kann ich eine Beere anpflanzen. Da pflanze ich jetzt einfach mal eine Sindelbeere an. Und pflanze ich da noch eine Sindelbeere an. Ah, okay, gut. Und dann pflanze ich hier noch eine andere Beere an. Keine Ahnung, woher die auch alle die Zitrobeere haben. Auf einmal hatten alle so eine komische Zitrobeere und ich dachte mir so, hä, woher gibt's die? Also, da muss ich mal noch gucken, woher es die gibt. Und da ist auf jeden Fall noch ein Item, das krallen wir uns jetzt gerade noch. Drain Punch, Nice! Das wäre irgendwann vielleicht mal eine gute DM für Dings, für wie heißt es denn? Vampiro. Auf jeden Fall, ich wollte noch gucken, ob jetzt wirklich dass hier eine neue Route ist. Route 39, Route 38, Olivia City, Route 40. Gut. Dann gucken wir mal, was ist unser Pokémon? Ein Dodu. Okay. Ist in Ordnung. Ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet. Man kann auch nicht immer Glück haben, also das mit Magneton, ja, mega Glück. Dementsprechend, ja. Gucken wir doch einfach, dass wir das Ganze jetzt ein bisschen runterspielen, auch mit den jetzigen Pokémon, die ich habe. Ich habe ja eigentlich einen ganz guten Pool. Werfen wir mal einen Pokéball. Okay, der Pokéball macht es schon mal nicht. Ist auch so ein Attack. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich funktioniert oder ob es da jemals mal einen Programmierfehler gab, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du dann getroffen bist, ist dein Angriff trotzdem nicht stärker. Also da muss man, davon habe ich auf jeden Fall abgesehen. Mit die Attacke, was nochmal beizukommen, sie ist vom auch mega schwach. Dodo bekommt auch einen Spitznamen, aber ich nenne es direkt Trio, weil wenn, dann wird es ja eh zu einem Dings, zu einem wie heißt das? Dotri. So, jetzt sind wir in Olivine City. Nee. Ich wollte schon sagen, laber nicht. So, gut, dann gehe ich hier erstmal ins Pokémon Center, guck mir unsere Pokémon an, die wir gefangen haben. Und dann können wir gerne auch weitergehen. Wir können jetzt surfen. Aber ich warte noch, bis wir fliegen haben und dann würde ich gerne alles mit surfen. Was? Pokémon get more friendly if you spend time with them. Ja, ich möchte aber erst die ganzen Surfer-Dinger abarbeiten. Ha! Wir haben eine neue Angel bekommen. Sehr gut. Wir können angeln, wir können theoretisch auch surfen, das ist eigentlich uns überlassen. Surfen gibt es aber auch noch ein paar Stellen, wo man sonst nicht hinkommen würde. Das möchte ich aber, wie gesagt, erst abklappern, wenn wir dann fliegen haben. Denn, genau, mit Fliegen haben wir es dann auch auf jeden Fall leichter, zu den Orten zu kommen. Pikachu. Ja, setzen wir einfach Flammenwurf mal ein, ne? Mal gucken, wie viel es zieht. Also ist ja schon eine schön starke Attacke. Nee. Vulpix ist halt mega gut. Da es jetzt schon Flammenwurf kann. Noch ein Pikachu. Ein Level höher, okay. Flammenwurf for the win? Fragezeichen.
Der Seemann da oben, der möchte bestimmt nicht, also möchte bestimmt ein Feuer-Pokémon als Gegner haben, möchte ich jetzt nicht so. Da wechsle ich gerne. So, Wing Attack. Und ein Krabi. Doch ganz gut Schaden, das Krabi. Aber wir critten natürlich, aber das ist nichts. Ein Raticate, hä? Das passt jetzt aber mal überhaupt nicht ins Bild. Vermutlich, das entwickelt sich doch gar nicht so gut. Gut, wir fangen den Magneton auf Level 13, ja? Wir sollten gar nichts sagen. So, dann switchen wir hier, weil der da oben, der war, glaube ich, ein Psycho. Und hier haben wir Zornklinger auf Reptane. Ich mag übrigens Reptane immer noch mega. Ich mag Gewalt oder nicht mal so sehr wie Reptane. Hat auch ein bisschen was mit der Dings zu tun. Mit Pokémon Mystery Dungeon. Aber davon mal abgesehen, ich mag halt einfach Reptane Sprite übelst. Kannst du sagen, was du willst, ist viel, viel geiler als Gewaltruß. Daher, Reptane ist auf jeden Fall eins auf meiner Favorites. So. Gut, das war natürlich jetzt auch nicht so schwer. Haben wir nur eine kleine Sache. Da muss ich mal ganz kurz nachgucken, ob wir jetzt zuerst den Leuchtturm machen dürfen oder nicht, weil ich würde gerne eigentlich erst den Leuchtturm machen und Vulpix noch ein bisschen leveln, bevor wir dann hingehen und die Wasserroute machen, weil da kann ja Vulpix wiederum nichts machen. Hallo? Okay, also das Kaffee ist schon mal richtig unnötig, gut zu wissen. Ja, ich würde sagen, ich lese es einfach mal ganz kurz nach und wir hören es dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe mir das jetzt mal ausgerechnet. Also, 2400 haben wir durch die Lotterie verloren. Die darf ich mir durch den Verkauf der erhaltenen Items auch wieder erbringen. So sind diese beiden Luxusbälle sind von dort. Sowie die Persimbeere. Die zwei Chestobeeren. Die Cherrybeere. Und die Rossberry. Aber auch nur eine. Dementsprechend. Und die Drachenklaue eben. Dementsprechend werde ich jetzt mal gucken, dass ich das Zeug verballer. Hier, und mal gucke, wie viel Geld ich dafür kriege. Ich glaube aber für die Drachenklaue bekomme ich 1500. Das ist schon mal gut. Huch. So, bekomme ich schon mal 1500. Das muss ich mir aufschreiben, dass ich an dem Zeitpunkt zensieren muss. 24, 25. Dann verkaufe ich das schon mal. Dann muss ich jetzt noch 900 plus machen und ich wäre wieder im Geschäft. Dementsprechend gucken wir mal. Okay. Einen von dem darf ich verkaufen. Dann sind wir bei 2000. Einen muss ich wegwerfen. Wow. Ja, es war auch ein bisschen mein Fehler. Also mache ich da jetzt auch ehrlich gesagt kein Geschiss drum, wenn mir ein bisschen weniger fehlt. Ich hätte ja auch mal genauer lesen können. Dementsprechend, da muss ich nur eine verkaufen. Und
dementsprechend, da mache ich jetzt auch kein so großes Geschiss, wenn ich dann jetzt nicht die volle 2400 habe, aber solange ich jetzt schon mal wieder einen Teil davon gekriegt habe, finde ich, sind auch, so sind auch die Bedingungen eigentlich wieder für alle gleich und mein Fehler wurde so ein bisschen negiert, das freut mich dann. So habe ich das nämlich auch erledigt. So, dann kann mir auch keiner was vorwerfen. Ich hätte hier irgendwie was von den Items benutzt. Dementsprechend kann ich aber jetzt mal hingehen und die Berry Pots noch Beeren pflanzen. Burn, Ice Attack, Frost, Fighting Attack, Rock, Dragon Type, okay. Da die nächste Arena eine Kampfarena ist, würde ich dann gerne einfach die hier noch zweimal einpflanzen. Wunderbar. Genau, dann habe ich mir angeguckt wegen dem Pay-Thing. Ich darf zuerst theoretisch den Leuchtturm machen. Davon steht nichts in den Regeln, dass ich das nicht darf. Telefon, schon wieder. Sehr schön. Und ich könnte mal noch gucken mit dem Itemradar. Nein, nicht mit dem Versus Recorder. Mit dem Itemradar. Ob wir noch Items rumfliegen. Wir können ja mal ganz kurz hier auf die Route gehen. Weil am Strand ist bestimmt... Da war kurz das Telefon. Okay. Gut. Exit. Dann war das hier wohl nichts so Besonderes. Miau. Dann können wir hier hoch und ab in den Leuchtturm. Oder kommt man hier am Leuchtturm? Ja, kommt man. Hier ist doch 100 Overs. Ah, nee, da komme ich da runter. Aha, ein Stein ist 100 pro was. Gehen wir einfach mal hier rein. Und besiegen den ersten Trainer direkt. Das wird jetzt ein bisschen lame. Deshalb würde ich sagen, wir beschleunigen das Ganze mal ein wenig. Die sind hier schon ein bisschen stärker. Ein bisschen, ich bin gut. Mein Flammenwurf macht gar nichts. Sie haben Tränke, danke für nichts. Sehr schön. Ja, das war halt so ein reicher Schnösel. Klar, dass der einen Trank hat, der kann es ja auch leisten, ne? So, ich würde mal sagen, dann setzen wir hier so eine Super Potion ein. Ah! Das machen wir anders. Bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Wir nehmen Zickzacks wieder mit der Mitnahme und erhalten so noch Items und packen dafür. Magnein erstmal kurz raus. Weil das sind Gratis-Items, Leute. Ich spare mir dadurch so viel verdammt viel Geld. Es ist unglaublich. Ich habe das erst gar nicht geglaubt, wie praktisch doch Mitnahme ist. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht ganz hoch, aber gut. Ah. Haben wir noch eine Super Potion. Da kommen wir nicht so schnell rein.
weil ein paar Items dürfen wir nicht benutzen, die wir von dem kriegen. Ich glaube, es waren unter anderem Sonderbonbons. Und TMs, glaube ich, das war es sogar schon. Und dadurch ist halt Mitnahme richtig praktisch. Also, da braucht mir keiner was vorzumachen. Ich habe mit meiner Mitnahme richtig Glück. So, dann gucken wir mal. Nächste Etage. Für den Flammenwurf, du Taubsi. Noch ein Taubsi. Cool. Kampf wird ja richtig spannend, du. Bis auf die Tatsache, dass ich bald keinen Flammenwurf mehr habe. Nicht falsch. Nee. Heideklum bitte einmal. Und das Ding wegsurfen. Sehr schön. So, und weg ist er. Ein Meryl. Süß. Nicht so süß, wie es Reptain empfindet. Ich weiß gar nicht, ob hier wilde Pokémon kommen. Swagger. War das nicht Angeberei? Ja, das können wir dann nämlich auch direkt noch verkaufen, weil das gibt Geld. Da hinten ist noch ein Item, ich wusste es. Rare Candy, woo! Sonderbonbon gefunden, das dürfen wir sogar verwenden. Nee, das ist Matrose. Also man merkt schon, hier werden eigentlich voll die Pflanzen-Pokémon bevorzugt, obwohl man die in den nächsten Arenen nicht benötigt. Und jetzt Elektro-Pokémon braucht man eigentlich in den nächsten Arenen nicht. Also eigentlich ist es... ja... die Attackenvielfalt könnte größer sein. Liegt eine Karte, lol. Das ist falsch. Boom, ein Stein und du stirbst. Schön. Funktioniert aber relativ gut, was wir hier machen. Boah, vermisse ich jetzt so Mega- oder Giga-Sauger, ey. So, jetzt bekämpfe ich erst den da drüben, dann kann ich meinen Anführer-Pokémon wieder wechseln. Ah, der hat eben Macholo. Man müsste gerade so meinen Blick sehen, so Macholo. Ah, ja, genau. Rain Dance, ach schön. Switchen wir dich mal nach vorne. Hast du schon ein Item? Nö. Nee. Gut. Ah, hier kann ich mir ein Foto machen lassen. Nee, brauche ich aktuell keins. Dankeschön. Cool, wir sind schon oben. Wir haben schon den kompletten Leuchtturm fertig. War jetzt ein bisschen langweilig. Da komme ich auch nicht raus. Schade. War jetzt ein bisschen langweilig. Und unspektakulär, aber... ja, ne, was will man machen? Wie komme ich jetzt wieder raus?
Hallo? Super, komme ich jetzt nicht mehr raus, oder was? Muss ich doch irgendwie wieder rauskommen. Ah. Ich dachte schon. Ah gut, da haben wir das auch erledigt. Da muss ich später nur noch mal mit dem Aufzug fahren. Ja gut, das ist ja in Ordnung. Habe ich mir eine Menge Arbeit erspart. So. Dann gehen wir hin und... heilen unsere Pokémon. Ja, ne? Und dann, gehen wir auf die Wasserroute. Surfer haben wir ja auch dabei. Okay, das hier ist noch nicht fertig. Dann surfen wir mal ein bisschen. Oh, so schöne Musik. Und unser Routen-Pokémon ist ein Pipi. Weil ich ja auch gar kein Pi oder so habe. Am Arsch. Hallo, nichts von der Sleep Claws oder so mal gehört. Immerhin, ich habe jetzt ein Feen-Pokémon, das keine Feen-Attackung, also kein Feen-Step beherrscht. Ich nenne dich einfach nur... Nee, nicht ein D. Dummi. Und dann gehe ich nämlich noch schnell mal meine Pokémon heim, weil die AP sind ja auch alle aufgebraucht und... Ne? Kann man auch noch mal schnell heilen gehen. Jetzt gerade eine Frage, ich muss hier Surfer einsetzen, oder? Und da hinten dann das eine Item. Ah, hier kann ich mir sogar dann noch ein Pokémon kaufen, vor allem auch, ja. Ein Pokémon fangen, cool. Wow. Okay. Okay. Nehme ich sowas von. Gib mir dieses Shiggy und ich bin glücklich. Gib es mir. Hallo. Ich hab mich verdrückt. Halt die Fresse, dummes Spiel. Gäb's nur gute Pokémon, was mache ich? Ich verdrück mich. Alter, was läuft in meinem Leben falsch? Ah, mein Charge Beam. Ah, was läuft in meinem Leben falsch, Alter? Ich hab mich verdrückt. Ich könnte einfach einen Schillock haben. Oder einen Totok. Stattdessen verdrück ich mich. Ist jetzt gut, du brauchst mir keine 10.000 wilden Pokémon an den Kopf zu werfen. Vor allem auch nicht auf Level 25, ich glaub's Bagger. Ich
Fick dich, du dumme Spieler, Alter. Jetzt bin ich gerade richtig mad. Und ich brauche eindeutig mehr Pokebälle. Und ich brauche jetzt endlich mal ein bisschen Schutz. Ich habe mich verdrückt. Das tut gerade echt weh. Das tut gerade richtig weh. Wie auf Level 26. Es war vielleicht nicht die schlauste Idee, eines meiner Pokémon, die wenigstens Wasser-Pokémon ein bisschen angreifen können, rauszunehmen. Ich muss mich beeilen, sonst verpasse ich die Show! Pluck, das ist doch Pflücker, oder? Ja, gut. Ich wurde jetzt unterbrochen, aber ich nehme auch jetzt schon lang genug für diese Session auf. Ich würde sagen, ich mache einfach mal eine kleine Pause. Und, ja, genau, wir hören uns einfach wieder an der Stelle hier bei der nächsten Aufnahme und ne, bis dann. Tschüss.